Wir fahren jetzt wieder zum Sebastian und holen mein 1er Cabrio ab mit dem 16 V Weber. Du sagst zweimal pumpen. Wie viele Autos hast du? Im Moment 7. Okay, wie viele haben wir hier? Top. Das ist das legendäre Auto, was es schon immer gibt. Das ist das legendäre Auto. Dein erster Zweiergolf? Mein zweiter Zweiergolf nach einem Winter-Zweiergolf. Aber der erste Zweiergolf, den du gebaut hast? Der erste, den ich gebaut habe. Wie lange besitzt du das Auto? 12 Jahre. Ja, gar nicht. Ich habe noch nie einen 12 Jahre. Und es ist jetzt wirklich, ich lasse dich jetzt einfach mal, du kannst ja alles tun. Nee, ich mache den wieder kaputt. Ich finde die Felgen, es gab richtig Ärger. Ich feiere das immer noch nicht. Wie viele Sätze hast du davon? 3. Ja. Auf dem Cheddar ist auch noch einer drauf. Es ist halt günstig, aber sieht halt nach viel muss aus. Ich sagen, sogar mit hohen Deckeln. Nachbau hohe Deckel. Alter, Hammer. Krass. Aber Beifahrerseite ist offen. Das sind übrigens die Dreiergolf GTI-Sitze. Recaros, nicht die, die ich draußen habe. Genau. Das erkennst du an den Kopfstützen und die haben ein bisschen eine rundere Form. Sind das die von mir? Nee. Nein, die sind im Cheddar. Im Cheddar. Aber hier, das Ding hat ein bisschen gelebt, aber sieht gut aus, aber die Türen schließen schön und so, das feiere ich. Das Auto ist jetzt, damit fährst du am Wochenende zum Late Night. Ja. Zur Late Night, ich nicht. Das hat einen Shifter, das sehe ich schon mal. Ja. Zweier Golf mit Shifter. Also Innenraum, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht besonders wild. Ein bisschen Zusatzanzeigen, rote Gurte ist noch was fast keiner mehr hat. Das ist vom 3er-Golf übernommen oder hast du neue Gurte bauen lassen? Ich hab bauen lassen, weil die 12-3-Gurtrollen passen nicht rein. Ach so. Jetzt wird einer schreiben, doch. Also ich sehe hier einen sauberen Motorraum mit einer Domstrebe mit einem Anschluss für irgendwas. Ja, das ist nicht der Anschluss, das ist eigentlich nur... Entlüftung. Nee, das ist eigentlich nur das Showglas, weil die Domstrebe ist gleichzeitig der Kühlwasserbehälter. Ja, wo füllst du es auf? Also Zulauf, Rücklauf ist hier. Auffüllen ist ein bisschen wild. Musst du halt abschrauben, klappen, kippen, hochklappen. Und über das Schauglas. Und dann füllst du über das Schlauch. Hast du jetzt viel weniger Kühl? Nein, es ist berechnet, wir haben es mal ausgerechnet, es sind 400 Milliliter weniger. Und wir haben keine Temperaturprobleme bisher. Wir sind auch jetzt noch nicht fertig abgestimmt. Warum nicht? Er war auch beim Abstimmen, oder? Ja, es waren aber noch ein paar Kinderkrankheiten, Kurbelgehäuse, Entlüftung. Hier ist alles gepulvert. Es ist alles lackiert. Ach so, nicht gepulvert? Nein. Warum? Weil ich es wirklich versucht habe, so hochglänzend wie möglich zu machen. Ach so, Pulver wird dann so stumpf. Ja, genau. Okay. Und du hast ja einen guten Lackierer. Ich habe einen sehr guten Lackierer. Ja. So, also komm, wir reden hier drüber. Wir haben das ja das letzte Mal angeschnitten. Willst du darüber reden? Wir können darüber reden, ich habe da keine Geheimnisse. Also, das ist ein AFN. Das ist ein 1Z-Block. Das ist ein 1Z-Block, weil der identisch ist. Weil, genau. Es weil er identisch ist. Und du kriegst ihn für 50 Euro hinterhergeworfen. Ja. Der hat zum Beispiel gar nichts gekostet, den hat der René mal auf dem Schrottplatz aus dem Container gezogen. Perfekt. So, der hat hier wahrscheinlich in der Dieselpumpe einen größeren Kolben. Das sind 12 mm Pumpenkolben drin, ja. Anstatt ein 10er Original. Hast du irgendwo aufdrehen lassen unten? Nee, das gibt es fertig zu kaufen. Ach so. Du musst nur Pumpe umbauen, neu einstellen. Und lackieren lassen. Und dann natürlich lackieren lassen. So, dann, was ist das für ein Turbolader? Das ist ein GTB 2572 VKLR. Das Wo ist war quasi, der original verbaut? Den gibt es original gar nicht. Ach so. Das ist quasi der Turbolader aus einem A6 3 Liter TDI zum Beispiel. 225 PS. 272? Nee. Nee. Die ersten, oder 270 rum, 260 haben die? Nee. 224 PS oder 232 PS, glaube ich, gab es im A6 4F und dann gab es 239 PS im Facelift. Aber ist ja völlig egal. Ist völlig egal. Ist völlig egal. Das und ist ein 3 Liter TDI. Genau. Die Rumpfgruppe ist aus dem Audi, das Abgasgehäuse ist vom BMW, das Frischluftgehäuse ist wieder vom Audi.
Frischluftgehäuse aufgespindelt, zweifach Kugel gelagert, also umgebaut von einfach auf zweifach. Wer hat das gemacht? Turbozentrum Berlin? Nein. Warum nicht? Weil du in Deutschland jeden, den du anrufst und mit sowas auf dem Sack gehst, der hat irgendwie keine Zeit für dich. Turbozentrum Berlin hatte da keine Zeit? Nein. Verstehe ich. Also, es hat im Endeffekt einen Bulgarer gemacht. Okay. Mit dem ich auch sehr, sehr zufrieden bin. Okay. Und auch es gibt bis jetzt keine Probleme. Also wir haben auch ein mega... Ist ja auch noch nicht abgestimmt. Ja, aber wir merken es ja schon beim Ansprechverhalten für so einen großen Lader, wo es hingeht. Ja. Also wenn ich sehe, dass ich hier... Ich finde es geil, in diesem Motorraum, der clean ist. Das finde ich geil. Guck dir das mal an. Was ist... Servolenkungsbehälter ist hier unten. Also zwei Golf, cleaner Motorraum mit Servo. Ja. Würde ich jetzt... Ich habe ja vor 3 Jahren angefangen zu bauen, so würde ich es heute nicht nochmal bauen. Ich würde es mit elektrischer Servo aus dem Meriva bauen. Mhm. Aber... Warum nicht von der A-Klasse? Weiß ich nicht, ob es passt. Bei Meriva so. Weiß ich, dass es relativ so. Gut passt. Ach so. Ich sag mal, es sind viele Sachen... Was ist das hier? Ach so, nee, ich dachte, das wäre in der Ladeluftkühlung umgeschweißt. Du hast hier nur ein Blech drauf gemacht, dass man genau, nicht... Genau, ja. Weil den Wasserkühler, ich sag mal so, ist einer, der die in Deutschland vertreibt. Die Qualität ist zum Kotzen. Ja. Wir haben teilweise nachgeschweißt, umgebaut, es sah einfach grauenhaft aus. Ich will auch keine Namen nennen. Nein. Aber es war einfach nur ein Witz und das Geld, was der Kühler kostet, plus, dass ich 7 Monate drauf gewartet habe, weil der Container aus China... Was ist an dem Kühler so besonders? Ich wollte halt einen Vollalu-Kühler. Ja. Das war der einzige, und das gibt's halt nicht. Und das, was ich habe, ist ein Plastik. Ist ein Vollalu-Kühler auch. Warum hast du den nicht genommen? Weil ich halt damals den gekauft habe. Aber der hat doch nichts gekostet, den ich jetzt drin habe. Ja. Der ist von... Wie hießen die? CM Motor... Irgend sowas. CM Solution? Irgend sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Bei Dessau, oder? Ja. Nee, hier bei uns, Luckau. Ja. Kann die machen Auspuffanlagen und Kühler verkaufen die bei eBay. War recht günstig. Ja. Es gab bei der Auspuffanlage einmal Problem. Sie haben halt die vom normalen Golf 1 geschickt. Wahrscheinlich einfach Verständigungsprobleme, weil das lief ja über anderen, damit wir einen besseren Preis kriegen. Okay, ja. Aber der Punkt ist, ich hätte auch nicht gewusst, dass das einzige Cabrio eine andere Abgasanlage hat, wie es wer, andere Golf, ja, wer weiß das? Mensch, das ist scheißegal. Es ist doch super, es klingt sau. Ich hoffe, es wird eingetragen. Ja. Ja. So, dann sind halt hier bei dem Auto so ein paar Kleinigkeiten anders. ABS ist noch vorhanden, obwohl es nicht mehr im Motorraum ist. Okay, wo ist ABS? Sitzt hier unter dem Kotflügel. Okay. Komplett. Hey, da hast du auch die ganzen Leitungen alle verlängert, ja, und so. Die ganzen Bremsleitungen laufen alle hier durch den Längsträger, parallel mit dem Kabelbäumen. Mhm. Ist alles so verlegt, dass man es nicht unbedingt sieht. Mhm. Ja. Okay. Geil. Steuerung, also Motorsteuerung ist auch nicht mehr Golf 3, ist Golf 4. Okay. Weil mein Abstimmer gesagt hat, ich mache hier nicht 5 Mal. Aber Golf 4 ist doch schlau. Ja. Und Golf 4 hat den Vorteil, du kannst programmieren per OBD-Dose. Und du musst nicht jedes Mal das Steuergerät aufmachen und ein und hier einlöten, E-Prom, bla bla bla. Genau. Deshalb hat mein Abstimmer gesagt, pass auf, egal wie, bau das so. Okay. Ja. Dann haben wie wir viel Leistung, über was reden wir hier? Also das Auto war jetzt beim Abstimmen. Wir fahren aber im Moment 1,8 Bar. Das ist schon eine Menge, das ist viel Druck. Ich habe gehört, viel Druck. Hast du im letzten Video gesagt, viel Druck ist nicht alles? Ja, viel Druck ist nicht alles. In dem Moment, wo der Ladedruck oder der Abgasgegendruck den Ladedruck übersteigt, da kommt er in den kritischen Bereich und das sind wir noch lange nicht. Ach so, also, weil der Lader so umgebaut ist, dass der Gegendruck weg ist. Also im Endeffekt ist es, wir fahren jetzt ungefähr mit dem Auto die Zeiten 100, 200, die ich früher mit 240 PS gefahren bin. Ja. Bei 1,8 Bar Ladedruck und Ziel sind eigentlich 3 Bar. Und Leistung. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wie ist das? Kann so ein Diesel mehr Ladedruck vertragen als ein Benziner? Ja. Die fahren ja teilweise sehr jetzt, selbst die 1Z90 PS fahren ja schon 0,9. Achso, und normal 0,6. Du weißt ja auch aus deinem Passat, du bist ja auch 1,7, 1,8 gefahren. Nö, ich bin Leistung gefahren. Keine Ahnung, was das hatte. Das fand ich cool. Ja, also Ziel sind, wenn es 300 auf jeden Fall, eigentlich so ein bisschen unter der Hand rechnen wir mit 350 und alles, was noch drauf kommt. Ist ja, cool, das wäre richtig geil. Also 300 auf jeden Fall. Ja, 300. Da machen wir uns auch gar keine Gedanken, dass das nicht funktioniert. Da sind wir uns ganz sicher. Okay. Aber alles, was da... Was fährst du da für ein Getriebe? Aber ein Dieselgetriebe. Dieselgetriebe 6-Gang DRW. DRW ist 4er Golf. Ist Burger, ja, 150 PS. Ist 4er Golf, ja klar. 150 PS. 115. Weil die sind länger.
Warum ist so ein 115 PS Getriebe länger als ein ARL Getriebe? Frag VW. Ich kann es okay. nicht sagen. Aber die ARL Getriebe waren meistens. Aber warum? Was willst du mit einem langen Getriebe? Du willst ja nicht 250 fahren. Na, Abregeldrehzahl bei dem Getriebe wären 282. Deswegen fährt er um 6 gar nicht in die Abregeldrehzahl. Wir werden es probieren. Wann? Wenn es fertig mit Abstimmen ist. Ach so. Also eigentlich, mein Abstimmer fliegt am 25. August nach Amerika für 6 Monate. Bis ja. dahin müsste es fertig sein. Ach so. War seine Vorgabe. Was musst du jetzt noch umbauen? Ich habe jetzt schon alles umgebaut. Ich habe Catchtank fürs Kurbelgehäuse umgebaut. Ach so. Und dann so ein bisschen Kinderkrankheiten, die du immer hast. Ja. Lichtmaschine war gestorben. Bisschen Ölverlust an dem Simmerring. Also musst du das Auto jetzt wieder auf dem Anhänger und wieder runter? Nein, nicht dort runter. Das sind ja von hier nur 70 Kilometer. Ich fahre das Auto auf Achse. Hä, wo das Ding? Aber jetzt warst du gesagt, sau weit. Hm. Ach so. Das ist zwar einer aus Flensburg, der das abstimmt, aber der arbeitet mit einem in Greiz zusammen. Ach, na, dann ist ja voll easy. Ja. Da kannst du auch mal in der Not, wenn irgendeine Kleinigkeit ist, mal hinfahren und kannst mal sagen, lass uns das mal schnell zusammenbauen. Ja. Ich denke mal, dann haben wir vielleicht noch im Kofferraum was ganz interessant ist. Das hast du dann auch nicht wissen. Ja, ich habe natürlich eine riesen Musikanlage in den Kofferraum gebaut. Ich finde Chromkeder cool. Das ist eine Holzkiste. Genau. Holzkisten kenne ich. Ach, das ist hier so eine Methanol-Dings oder was? Ja. Echt? Ja. Sag mal, die Heckklappe hier, machen wir das raus? Okay. Warum hat das das? Weil, erstens wieder Leistung. Also das ist jetzt so eine Wassermethanol-Einspritze. Genau. Und wo spritzt er das ein? Im Brennraum? Oder mit... Nee. In der Ladeluftrohrung ca. 20-30 cm. Ach so, um die Ladeluft weiter runter zu kühlen. Dann geht es grundsätzlich darum, säubern der Brennräume und es rußen lässt nach. Das ist ja schade. Ja, das ist ja was kein Mensch braucht. Also das Ziel ist eigentlich, das relativ rußfrei abzustimmen. Das wäre relativ cool. Aber da hast du ja auch einen recht hohen Verbrauch dann von dem Schrott. Ja. Das ist ja sau teuer wahrscheinlich. Ja, na, wir wollen verschiedene Mappings fahren, dass wir teilweise auch mal reines Wasser einspritzen. Kannst du da nicht AdBlue reinmachen, dann kannst du auch mal reinseichen. Ja, das wird ja auch immer teurer. Reinseichen wird nicht teurer. Ja, das will aber keiner. Hä? Das ist super. Pass auf, machst du draußen Trichter hin. Und machst du Schildkarte auf Treffen und alles ist gut. Nee, fährst du nicht auf Treffen, aber was weiß ich, wenn mal irgendeine Rade, die kann ich einen Schlitz drüber halten und die Seite einfach quasi macht das Ding voll. Ich habe mir Audi 80 Breitbau angeguckt beim Ultrace. Die haben den Tankdeckel zum Klappen umgebaut. Die haben mitgedacht. Weil normalerweise. Welcher Audi 80? So weißer. Ist das der von Prior? Ja, ja. Okay. Prim. Irgendwas mit. Ja, das ist ich dachte, Prior wäre so ein Dacia-Tuner. Auch. Also Prior kenne ich noch von ganz früher. Also Dacia da hieß der noch nicht. Nee, da hieß der noch nicht Prior, da hieß der. Looney Tunes. Nee, der hat ganz wilde GFK-Stoßstangen damals verdient. Looney Tunes. Ja, ist ja egal. Aber ich habe gehört, da gab es Porsche mit Führer. Gab es auch, ja. Das ist das Auto, was wir uns mal angeguckt haben. Da warst du aber nicht mit, sondern Dustin. Sind wir extra für Team Eddie, Benny, sein Bruder, für Tobi. Mhm. Der wollte einen Porsche mit Luft haben, 944, und sind da nach Görlitz gefahren und haben uns da mit dem getroffen. Und er hat erzählt, das ist mir komplett im Hirn eingebrannt, the best 944 on every car show. Und ich habe ungefähr so den schlechtesten 944 vorgefunden, den ich so die letzten 10 Jahre gesehen habe. Und ich hatte ein paar. Ja. Also das war echt schlecht. Das Ding hatte unheimlich viel Spachtel drauf. Und jetzt ist es ja extra nochmal lackiert. Und er hat aber damals erzählt, die Lackierung wäre top. Wenn er selbst die Lackierung top findet, warum lässt er es jetzt 2 Jahre später oder anderthalb Jahre später nochmal neu lackieren? Ergibt keinen Sinn. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Und damals hatte er hässliche Felgen, jetzt hat er coole Felgen, aber du kannst ja nicht von 5x130 M14 auf 4x100 M12 umbauen. Welcher Mensch macht das? Keiner. Das ist auch, das will auch keiner. Nein. Das will man nicht machen. Keinen Fall. Finde ich nicht cool. Aber. Ja, lass uns aber darüber reden. Also, das Auto fährt mit Wassermethanol. Was hat man da für eine Verbrauch ungefähr, wenn man 10 Minuten Volllast fährt? Also, ich kann es dir noch nicht sagen, weil wir haben es noch nicht aktiviert. Ich habe mal gelesen, wenn du einen 4 Liter Tank hast, also... Mit was für einer Pumpe läuft das? Die ist da hinten drin, neben dem Behälter. Die ist extra dafür? Die ist extra dafür.
Ist das Zeug irgendwie 8 oder 9 Bar? Nee. Das Problem ist bei Methanol, es verbrennt unsichtbar. Also der Gefahren, man sollte sich vielleicht das Rauchen im Auto abgewöhnen. Ja, aber du stehst ja jetzt neben dem Auto und raus, also ist ja nicht so. Es ist kein Methanol drin, es ist reines Wasser drin im Moment. Warum Wasser? Na, du kannst es auch mit reinem Wasser fahren. Und wenn du mit reinem Wasser fährst, wenn du Wasser in die Brennräume spritzt? Wenn du fein zerstäubst, ja, ist das unrelevant. Dann brennt auch Wasser. Wie zum Beispiel das heißt ja, nicht unrelevant, brennt, sondern irrelevant. Es tut mir leid. Ja. NS tut mir leid. So, also. Wenn du alles, was du fein verstäubst, kann irgendwann brennen. Mehlexplosion. Achso, achso. Auch Aluspäne oder Metallspäne. Genau. Stimmt, okay. So, und du hast halt das Runterkühlen der Ladeluft. Ja. Das Säubern der Brennräume. Der Brennräume. Auch mit Wasser. Ja, und auch mehr Leistung. Aber umso mehr Methanol du der Sache halt hinzugibst, ja, umso besser wird halt wieder dein. Wo kauft man Methanol? Eigentlich kriegst du es nur noch im RC-Modellauto-Spielzeugladen. Da ist es ja dann unheimlich teuer. Das kenne ich von dem. Ach, das ist dieser RC-Sprit. Na klar. Der hat so und so viel Prozent Methanol, ja. Aber der hält ja nur ein paar Jahre, oder? Ja. Weil ich habe da noch eine Flasche. Ah, die ist bestimmt. Also mit einer Flasche kommst du nicht weit. Ich habe mal gehört, bei 12... Aber damals hat so eine Flasche ja schon 50 Euro gekostet. Ja, das ist das Problem. Der kostet ja einmal tanken 500. Ja, so ungefähr. Ja, das lohnt sich. Nicht. Geil. Ja, aber ich denke mal, es wird zum Großteil mit reinem Wasser betrieben und gut ist. Achso, du kippst da nur einen Schluck dazu. Ja. Also das Auto war schon immer rot, wie ich sehe. Das Auto war schon ein paar Mal rot mittlerweile, ja. Mach mal an. Kann man das anmachen? So. Aber es ruht ja wahrscheinlich nicht. Naja, Kaltlauf ist. Klingt das hinten cooler oder vorne? Vorne Nagels, wie in diese. Vorne Nagels. Also Kaltlauf ist auf jeden Fall sehr fett, aber eher weiß fett. Also das wirst du jetzt sehen, was ich. Also der haut Kühlwasser durch. Warum weiß? Das ist extrem ungesund. Ja, deshalb werden wir so wieder ausmachen. Okay, geil. Das ist nicht gut für die Nase. Was ist das jetzt? Das Turbolader. Ach so, klar, das Nachlaufen in dein zweitkurbelgelagerten Turbogehäuse. Genau, in dem. Und die kriegen kein Öl ab, oder was? Nee. Die sind schmierfett. Ja, ja, ich habe hier von Rotasim hier unten, die haben früher Kugellager gemacht. Ja. Da habe ich ein bisschen Fett rein. Na, oder du machst das Klüberfett dran aus dem G60. Ja, da klebt es auf jeden Fall nicht. Wie im G-Lader dann immer. Ja, aber das, die sagen, das hält für immer. Ja, es hält für immer, vor allen Dingen den Lader fest. Wenn das Auto so 2 Jahre steht und du drehst deinen Schlüssel rum und auf einmal klimpert es nur. Weil man soll das nicht dran machen, oder was? Also ich halte nichts davon. Ich habe auch noch nie einen Gelader regeneriert mit Klüberfett. Okay, was machst du da für Fett dran? Gar keins. Damit die Dinger richtig heiß laufen und ungeschmiert sind oder was? Na, normalerweise ist das so gebaut, dass sie selbst schmieren sind. Wer ja, aber VW hat ja auch dieses Klüberfett dran gemacht. Ja, oder? VW hat auch festgestellt, dass der Gelader keine gute Erfindung ist. Weil er nicht lange hält. Aber grundlegend haben die auf jeden Fall was Neues auf die Kette gebracht, was die jetzt die letzten 20 Jahre nicht hingekriegt haben. Das stimmt. Grundlegend ist die Idee ganz gut. Finde ich, nee, ob die Idee gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die auf jeden Fall Eier hatten, irgendwas Neues auszuprobieren. Genau. Das stimmt. Ja. Aber und das war ja damals, Alter, pass auf, wann kam das? 89, 88? 88, 89. 88, 89. 160 PS in einem leichten Auto. Da, du hast da kein Honda als Fürsten gelernt, aber du hast erstmal gezeigt, pass auf, wir in Deutschland, wir kriegen ja auch noch ein bisschen was. Und der Punkt ist, man muss ja ganz ehrlich sein. Das hat cool geklungen. Das klingt mega geil. Ja. In Serienzustand halten die Lader auch 200.000 Kilometer. Die halten niemals 200.000 Kilometer. Nein. Doch. Nein. Doch, bin ich nicht sicher. Nein, niemals. Nur halten. Das Problem ist, nein. Es fährt keiner Serie. Es fährt doch jeder ein kleines Laderad. Nein. Natürlich. 200.000 glaube ich nicht. Doch, ich denke, da gibt's genug. Man sollte da mal mit Tobias Teilbach drüber reden. Von Teilbach Performance? Ja. Der hat Ahnung von ihr. Ja klar, der hat Ahnung von ihr. Das ist ja, ja. Der ja. Baut ja auch G65. Jetzt sogar G70? Habe ich ein Video gesehen. Ja. G70. Der ist immer noch da drauf. Der ist da voll. Ist ja geil.
Aber ich sag mal so. Aber es gibt ja die Teile nicht mehr und die nutzen sich ja ab. Ja, na deshalb fräst der Teilbach alles aus dem Vollen. Ist alles mittlerweile aus dem Vollen gefräst. Was kostet denn aber so ein Alublock voll, um den Lader da rauszufräsen? Ich sag mal, das geht nicht. Da kostet ja der Lader bestimmt gefräst, ja bestimmt auch eine 1500. Das reicht nicht, so bitte. Also ich glaube, der G65 kostet 2,7 oder so. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Alter. So, das ist der Punkt, deshalb baut es auch keiner mehr. Und mein 16V G60 wird jetzt auch ein 16V Turbo. Aber du kannst ja den Motor verkaufen. Ne, ich behalte den Motor bei. Ach so. Ich baue nur alles, was G-Lader ist. Also du nimmst den Motor nochmal? Ich nehme den Motor nochmal. Und dafür, also manche wundern sich, warum da vorne zwei Golf steht. Ja. Haben wir darüber gesprochen? Nee, nein, im Video nicht. Nein. Das finde ich nämlich geil, also das finde ich wirklich geil. Du hast hier abgeschnittenen zweier Golf stehen. Ja. Wo du trotzdem Dreieckslenker, sind das neue oder gepulverte? Das ist alles geschreddert und gepulvert. Also wo du trotzdem gepulverte Teile dran gebaut hast? Sind auch alle Verschleißteile, neue Buchsen und sowas, natürlich. Obwohl das Ding ja nachweisbar nie wieder fahren wird. Nein. Hat das noch eine Fahrgestellnummer? Ja, ist sogar eine Original 84 GTI Fahrgestellnummer. Okay, aber... Also manche würden mich jetzt lynchen dafür, dass ich es zerschnitten habe. Weil die gerne die Fahrgestellnummer für irgendwas Cooles genommen hätten. Weil keiner einen 84er GTI zerschneidet. Ja. Aber das Auto war Kernschrott, steht ja da draußen. Ja. Und du hast das hier nur stehen, um Motoren anzupassen. Richtig. Und Ladeluftstrecke und so weiter. Ladeluftstrecke, Downpipe kann ich fertig bauen im Auto. Ich kann es sogar so weit treiben, ich kann einen Kabelbaum hier drinnen fertig bauen. Stell mir einen Kanister hin mit einer Spritpumpe und kann den Motor hier drinnen autark laufen lassen. Autark laufen kannst du nicht, du musst ja Sprit nachkippen. Ja. Aber und ich habe keine voll lackierte Karosse hier stehen, wo ich vielleicht beim Zusammenbauen noch Kratzer mache oder irgendwas. Ja. Oder ich kann auch mal für jemanden einen Motor bauen, ohne dass ich zu ihm sagen muss, du musst dein Auto ein halbes Jahr zu mir stellen. Ja, das finde ich cool. So war der Gedankengang. Ja. Und deswegen steht es jetzt hier, weil du hier den neuen Motor bauen willst. Ja. Und willst das Auto aber trotzdem erstmal komplett lassen, wo der Motor dann reinkommt. Genau. Ja. Deswegen hast du den ja auch nicht clean gemacht und hast keine Halter abgeschnitten, weil du ja nicht weißt, was du noch brauchst. Genau. Und so kann ich mir dann zum Beispiel an meiner Karosse dann anmalen, der Halter, den brauche ich nicht mehr, den brauche ich nicht mehr und kann das alles gleich rausschneiden. Weil ich habe es ja schon einmal fertig zusammengebaut gehabt. Ja. Nicht schlecht. Aber du hast schon viel Zeit. Ja, ich nehme du verbringst auch viel Zeit hier. Sehr viel. Also eigentlich jetzt gerade, sag ich mal, mit deinem Einsatz war kein Tag unter 12 Stunden. Ja, aber bist du auch schnell fertig geworden? Wann waren wir hier? Vor 2 Wochen? 3 Wochen. Ja? Nee, vor... Oder? Wann haben wir dich besucht? Vor 3 Wochen? Ja. 4 Wochen. 4 Wochen ist es sogar her. Aber wir müssen ja dazu sagen, wir wären ja nach 2 Wochen schon fertig gewesen. Ja. Es war ja dann, das Teil hat gefehlt und dann doch noch Kopfschaden und... Also es wäre effektiv nach 2 Wochen fertig gewesen. Ja, hat jetzt... Ja, am Ende hat es ja doch ein paar Mark gekostet, aber einfach nur, weil wir relativ viel neu gebraucht haben. Anlasser war kaputt. War ja, Anlasser war kaputt, das hat man nicht. Und ich sag mal, ich finde es ja auch eigentlich geil, jetzt haben wir wenigstens neue Kopfschrauben, eine neue Kopfdichtung, neue Zahnriemen. Also Hydros, Ventilschaftdichtung. Ja, also was soll jetzt scheiße sein? Richtig. Was soll jetzt scheiße sein? Nicht. Der Motor klingt gut, der Motor läuft gut. Ich hoffe, dass es eingetragen wird. Ich hoffe, dass es eingetragen wird. Da gibt es jetzt ein bisschen Probleme gerade mit meinem Eintrager. Aber wenn nicht, finden wir da irgendeine Lösung. Ja, ja, das ist die Hauptsache. Und... Weil dann können wir es ja gleich mit H eintragen lassen, eventuell. Das ist ja ganz schön laut halt, gell? Ja gut, aber... Okay. Das ist ein ja. Ja, altes Auto. Ja, ich finde es geil. Also wenn das... Ich war beim Ultrace und ich bin komplett noch angefixt. Und mich bricht das so ein bisschen an. Ich bin doch ein bisschen falsch. Gell? Mhm. Mir wurde quasi angeboten, dass der BMW im Voll-VIP-Bereich steht und dort wird er hingehören. Es haben auch ein paar Leute gefragt, warum der nicht da vorne steht. Und der Veranstalter hat es mir ja auch angeboten. Aber... Nee. Da passe ich ja gar nicht hin. Ja. Da stehen nur Autos, die extrem viel Geld kosten und mit extrem viel Geld gebaut sind. Und da muss ich ja nicht lügen, aber ich habe ja nicht extrem viel Geld. Weißt du, das ist halt. Du hast halt extrem viel Zeit investiert. Die hast du aber persönlich investiert. Ich habe wirklich, also das an dem Auto habe ich wirklich gemacht. Für den Einser kann ich mir nicht als Fenster legen, den hast du gebaut. Ja, aber das ist trotzdem. Aber
Und ich hätte zwei, drei coole Ideen, die man, wo man nicht viel Geld braucht, gell? Um ein Auto dorthin zu stellen. Also mir sind zwei, drei Sachen im Kopf. Ich überlege jetzt schon wieder, meinen Anhänger zu verkaufen, um für nächstes Jahr mit drei Autos dorthin zu fahren. Erik ist wieder fest eingeplant. Quasi Erik kommt, das kam jetzt wieder an. Und ich brauche aber eigentlich einen Doppeltrailer. Entweder leiht mir jemand ein und sagt mir jetzt schon, ja, den kannst du nächstes Jahr haben. Oder ich muss mal einfach einen kaufen. Also es wäre schön, wenn du den Trailer erst nach der Late Night verkaufst. Ja, das schon. Das haben wir das abgesprochen. Cool. Du kannst den Trailer auf jeden Fall haben zur Late Night. Das ist kein Problem. Aber ich weiß, ich kann genau nachvollziehen, was du meinst. Also man kann, glaube ich, man könnte mit einem Bruchteil von dem Geld, was dort der Felgensatz kostet von den Autos, was kann man, kann, also, total wildes bauen halt. Ja, kann ja. man wirklich machen. Das ist wirklich, mir fallen gut. Autos ein, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und 90% davon haben Vergaser. Autos, die man mit normalem Geld kaufen kann, aber die man halt nicht auf dem Schirm hat. Und das, dafür ist dieses Ultra jetzt eigentlich die passende Plattform, weil sowas gibt es ja dort schon. Was haben wir gesehen? D-Kadett. Ja. Wo sie keine zwei Golfradläufe reingeschweißt haben, sondern normale Radläufe. Gell? Also das kenne ich nicht mehr. Das in ordentlich, in 100% ordentlich, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber nicht so wie früher, sondern mit schmalen Stoßstangen und so. Aber die Autos sind zu 90% über den Jordan gewandert. Du musst halt einfach eine Plattform haben wie Lomol, wo hoffentlich irgendwann jemand schreibt, pass auf, bei meinem Opa in der Garage steht noch ein Fiat Panda. Weißt du, solche Autos finde ich halt geil, die du, ja, so Butterbrot-Autos, die du mit normalem Geld bezahlen kannst, wo keiner davon Ahnung hat, weil dann wird es immer am geilsten, weißt du, wo man, also das... Ich bin da jetzt gerade Ford Escort MK1, MK2. Unbezahlbar, machen zu viele. Finde ich aber mega geil. Ist geil, ist ultra geil. Gerade wenn man da runde Radläufe dran schweißt, rallye-mäßig, Junge. Dann habe ich dort gesehen, Skoda Favorit. Das Auto gibt es dort halt schon immer. Dann den Fiat Uno, das feiere ich mit den gelben Scheinwerfern. Gelbe Scheiben hatte der, glaube ich, auch, oder? Hm. Der rote. Ja, genau, der ist ja dann nochmal vorbeigefahren. Das, weißt du, so ein Auto. Ja, das, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Nein, da gibt es tausende Autos, die so Peugeot 205 sind. GTI. Genau. Renault 5 genau. Turbo. Ja, nee, das ist schon oft. Renault 5 Turbo, Alter, das ist nicht mal mit Geld zu bezahlen. Nein, so ein Kleiner, nicht die Maxis. Aber selbst die Kleinen ist schon eine schwierige Sache. Aber es gibt viele Autos, über die man nicht nachdenkt. Aber was, die man eigentlich mal machen könnte in Deutschland. Was mir zum Beispiel, so ein Auto, ja, das sehe ich mit einem Doppelvergaser. Ja, was mir zum Beispiel in der Szene ganz extrem fehlt die letzten Jahre, Scirocco 2. Oder Scirocco 1. Ja, aber es ist, ja, ist aber komplett weg. Ich habe mir auch überlegt, dass wir quasi das 1er Golfprojekt, also ich habe ja gesagt, ich möchte nochmal einen Zun 1er haben mit so einem Motor. Theoretisch könnte man das auch in einem Scirocco bauen, in einem Scirocco 1er. Aber kauf mal einen guten Scirocco 1er. Junge. Und bis du die Teile zusammen hast, dass das Ding ein komplettes Auto ist, das geht ist halt einfach nicht. Ja, ist beim 1er teilweise schon schwierig. Ja, ist so. Ja gut, aber ich habe so geguckt, so das, was ich so suche, das kostet eine Karosse zwei Scheine. Da ist vielleicht schon oder noch ein kleines Heckblech drin. Muss mal ein paar Flicken draufsetzen. Aber das traue ich mir zu, das sehe ich. Wie gesagt, aber 1er ist halt übelst gehypt und dann ist das Problem, dass du ja nicht an diesen richtigen 1er Golf-Typen vorbeikommst, eigentlich, ja, um da irgendwelche seltenen Teile zu kaufen, und der zieht sich halt einfach zehnmal ab, weil er Geld verdienen will. Der ist irgendwann auf dem Zug aufgesprungen, pass auf, ist ja auch gut so, ist ja denen sein Job und dann muss er ja Geld damit verdienen, aber ich kann das nicht ausgeben. Nee, verstehe ich, gehe ich voll mit dem Punkt. Aber wie gesagt, ich sehe halt solche Autos einfach, ich lebe das. Du bist halt auf 2er-Golf komplett scharf. Leider komplett. Unendlich. Ich weiß auch nicht warum und wieso, aber. Du fährst, also du hast sieben Stück angemeldet und fährst jeden Tag. Zweier habe ich im Moment nur drei. Zwei Dreier, aber. Drei Zweier. Ach so, ja. Hä? Drei? Vier, Entschuldigung. Vier. Ja, das meine ich aber auch. Hier sind ja allein drei. Ja. Ja, also vier. Also fährst du von Montag bis Donnerstag 2er, dann hast du noch den Jetta, sind wir bei 5. Was gibt's da noch? Na, A4, B5. Ach so, 100 TDI. Ja, auch 100 TDI.
Logisch. Was fährt das an? Das hat einen normalen Lader, normal. Nee, 17er Lader, große Düsen, Software. GT 1745 V8. Ja, mein Stoff. Wie es auf deinem Passat drauf war. Genau. Nee, war da nicht drauf. Nee? Nee. Achso, gut. Mein Passat hat Originallader gehabt, aus China. Ach so. Ja, Schluss. Gut. Das Auto fährt ja noch, aber hat jetzt Einspritzdüsen kaputt. Gerade. War das Punktdüse? Ja. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Können wir, kriegen wir hin. Nee, hat sie eingeschickt zu Bosch nach Chemnitz. Kostet 1 Million ungefähr. Ist hier noch, macht hier noch einer was mit Musik, 90er Jahre? Ja, wir haben hier Mettler in der Nachbarschaft. Geil. Aber der Schlagzeuger ist ein ganz da alleine da, die anderen haben keine Zeit. Ich würde mir gerne das Mopede draußen nochmal angucken. Schade, dass Alex, der Besitzer, da keinen Bock drauf hat. Da muss ich das alleine versuchen. Und ich zeige einfach nur das, was ich sehe. Aber wollen wir aus dem Video jetzt einen zweiten Teil machen oder wollen wir ein extrem langes Video machen? Wir machen mal ein extrem langes. Ja? Denk dann beeile ich mich. Oh, das finde ich übelst interessant. Ja, hier, also wie gesagt, ich feiere das Auto, gerade weil es vor Facelift ist und weil es halt keinen zweiten Spiegel hat und so. Obwohl ich das mittlerweile als Jugendsünde sehe. Warum? Das gab es doch so. Ja, aber dann waren trotzdem Löcher in der Tür. Ich habe es halt damals zuschweißen lassen. Okay, ich kann nur das Rad, das, da kriege ich eine Phobie. Ja, da haben aber wir doch die sind aber poliert, oder? Ja. Die hat schon mal jemand den Klarlack runtergeholt und hat die poliert? Die sind nagelneu. Also die habe ich letztes Jahr im Herbst gekauft. Okay. Aber wir haben doch uns drüber unterhalten. Ja. Ey, das ist aber... Ach so, da kommt das Gewinde von hier und... Okay, aber das ist ein gefrästes Teil. Ja. Aber dann ist das aber gar nicht mehr so billig wie bei den ersten, oder? Nein, also die mittlerweile, also ich glaube alleine die 4 Deckel sind 140 Euro. Das geht mir ja mächtig auf den Sack gerade. Das ist normal. Das geht uns den ganzen Tag auf den Sack. Was macht der? Wohnt der hier? Das ist gerade eine gute Frage, wer das überhaupt ist. Weil das klingt nicht nach dem Männern. Ich will auf jeden Fall noch mal über das Moped reden. Hier sind ich habe eben noch mal geguckt. Hier sind coole Sachen dran. Also die sich jemand, das ist nicht einfach irgendwie gebaut. Die Narben habe ich eben gelernt, das ist klar, das ist SR2. Weil deswegen hast du hier die kleinen Löcher noch. Und die sind von der Größe, wenn du die ein bisschen abdrehst, genauso groß wie so ein Rollerrad. Und da kann man einen Schlauch reinziehen und dann hat man kleine Räder. Das ist schon mal cool. Dann ist das eine gekürzte Gabel vom SR2. Das, oh, jetzt habe ich alles voll fett gemacht. Das ist auch cool, aber guck mal, das Ding hat sogar einen Bremslichtschalter. Siehst du das? Mhm. Das hat sich ja jemand überlegt. Das ist geil. Ja. Dann guck mal, der Auspuff. Der ist hier ausgeschnitten, um hier drum zu gehen. Klar, du hast halt den Resonanzbereich nicht, den der Zweitakter da braucht, aber das Ding fährt ja keine 200. Knapp. Die Federn sind von der Simson oder vom Motorrad. Da haben sie Federbeine draus gebaut und der Tank ist komplett geschweißt. Aber autogen, wie es halt früher war. Und hier hat jemand ein Gewinde reingemacht und hat hier zu DDR-Zeiten schon einen Aludeckel gefräst. Oder gedreht, ich denke gefräst. Guck mal, hier ist ein... Hier ist ein bestimmtes Rohr, wo sie ein Gewinde reingeschnitten haben und das haben sie dann autogen hier reingeschweißt. Das ist halt auch richtig geil. Er hat gesagt, Elektrik und alles geht. Das Rücklicht ist nicht DDR, das ist hier Java oder so, also auch Ostblock. Vielleicht Java Mustang oder so. Schade, dass ich nicht weiß, wie die Sitzbank aufgeht, weil da ist der originale Luftfilterkasten drin. Und das Lenkrad ist vielleicht von so einem Bonanza-Fahrrad. Es könnte auch Simson S51 Enduro sein, aber das ist nicht ganz so hoch. Ja, ist schon ziemlich hoch. Ja. Und das Moped wurde nicht gebaut von einem Privat für irgendein Kind, wie das zu DDR-Zeiten eigentlich üblich war. Also die haben halt viele so Kindermopeds gebaut zu Hause, aber das gab es wohl 3 Stück davon, also eine Kleinserie, um beim Schleizer Dreieckrennen die Fahrer im Fahrerlager zu bewegen. Und die Dinger kannst du halt, die nehmen keinen Platz weg, die kannst du halt in den Kofferraum schmeißen. Und das ist ja bewährte Technik. Sonst würde es ja nicht einfach anspringen. Also das ist geil. Sowas, dafür liebe ich das mit dem Osten. Weil das so ist, weißt du, so, die Leute hatten nichts und die mussten damit irgendwas bauen. Ich würde das auch gern können.
Ich kann das halt nicht ganz so. Ist halt so. Aber das ist ultra. Das ist ultra. Sowas will ich haben. Ich möchte es unbedingt. Es gab wohl 3 Stück. Eins soll, wo hat der Axel erzählt, in irgendeinem Autohaus stehen. In Schleiz. Vielleicht beim Küpp. Oder und dann eins fehlt ja noch. Das brauche ich. Sebastian, warum ist auf dem Omega, ist das eine Straßenlaterne? Ja. Warum? Weil der René manchmal nachtblind ist und wenn der dann hier nachts irgendwas im Kreis fährt, braucht er Licht. Über manche Sachen darfst du hier einfach nicht nachdenken. Hier oben, das ist so eine eigene Welt. Ja, du fährst durchs Tor und bist woanders. Guck mal, hier steht ein A-Corsa Stufenheck unter einer Plane draußen. Und das stand aber auch in Polen. Aber das Auto sieht ja noch gut aus. Ja, angefangenes Projekt von jemandem. Steht seit 3 Jahren, wo es steht. Aber die Steine ja, ja. Auf der Plane machen das ja nicht besser. Nee, das macht alles nicht besser. Geil. Das ist halt immer traurig. Aber es ist ein guter Elektriker. 100% ja. Das Ding. Akkurat. Also ich sage auch, so wie es ist, ohne ein René würde keins meiner Autos fahren. Ja. Weil Elektrik, ich nehme 2 Kabel und... Aber ohne euch würde ja das hier nicht fahren. Ja. Also selbst wenn das jetzt jemand... Ich hätte das irgendwo hingestellt und mir hätte jemand das mit der Elektrik gebaut. Wäre das ganze andere drumherum trotzdem noch gewesen. Ja, wir hätten immer noch keine Auspuffanlage oder eine scheiß Auspuffanlage. Ich hätte den Krümmer abbauen müssen, irgendwo hinbringen müssen. Ich hätte 3-mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hätte mich geärgert. Hättest eine Spritbombe für 500 Euro gekauft für Vergaser. Ja, genau, und, genau. Und jetzt, die Sitze gehen auch, aber ein Schalter ist kaputt. Ein Schalter ist kaputt. Welcher? Da noch einen Schalter. Beifahrerseite, glaube ich. Müsste mal, da fehlt einer komplett. Mensch, da muss uns doch mal jemand helfen hier. Den hier brauchen wir, gell? Ja. Den Schalter brauchen wir. Aus einem Recaro-Sitz vom Scirocco. Geht garantiert auch ein Recaro-Sitz aus dem 2er Golf. Aber die sind noch selten. Aber ich kenne die vom 2er Golf eigentlich nicht mit 2 Schaltern. Das hat mich ein bisschen verwundert. Okay. Habe ich vorher noch nie gesehen. Und wir brauchen noch das Mittelteil. Genau. Das gibt mir Schoki jetzt nicht mehr, weil er mich jetzt nicht mehr mag. Und das nur wegen mir? Nee. Wir waren am Wochenende unterwegs hier mit Marcel. Und Schramm. Mit... was? Marcel Schramm. Na hier Turboschock mit dem Evo 8. Nee, und der war unterwegs mit Andy. Andy Knack. Mit Andy Knack. Ja. Hier Turbo Garage Delitzsch und Bora Braun. Ja, yes. Mit dem braunen Bora. Und die haben in Polen geknallt in der Innenstadt. Mhm. Und das aber auch nachdem es alle anderen gemacht haben. Ja, natürlich ist doch völlig ja. Egal. Aber das ist so ein Punkt, da kann man sich halt drüber streiten. Gell? Aber ich bin halt der Meinung, also am Wörthersee. Die Leute haben früher das VW-Treffen unterstützt und unterstützen jetzt nicht mehr. Mhm. Warum? Nicht deswegen, sondern weil ganz viele kommen mit irgendwelchen geleasten BMW, die nichts können außer sowas. Außer sowas. Mhm. So, und ich bin der Meinung, in Polen ist das nicht das ganze Jahr, das ist nur ein Wochenende. Dieses Wörthersee-Treffen ging dort mittlerweile dann über 4 Wochen und es waren 4 Wochen nur Gestörte, die das gemacht haben. Und jetzt ist das ein Wochenende, mitten in der Innenstadt. Wo die Leute sowieso nur Lärm gewohnt sind. Die kennen das nicht anders. Der Punkt ist auch, ich sag mal, die Masse macht's halt am Wörthersee. Es ist einfach nicht mehr normal. Ja, aber Schoki hat halt am gleichen Tag in seiner Story drin gehabt, wie sie irgendwo einfach Jetta mitten im Dorf Gummi gelassen haben. Also ich kann nicht das eine scheiße finden und das andere aber unterstützen. So, der Meinung bin ich. Und da haben die anderen gesagt, scheiße. Und jetzt mag mich Schoki nicht mehr, deswegen gibt er mir das Zelt nicht mehr. Ich werde irgendwo so einen Prallschutz finden. Der fehlt ja nur, den kriege ich ja selber reingeschraubt. Denke ich, wenn nicht, das ich komme ja auch nochmal zu dir. Das sollte ich hinkriegen. Schrauben das wir hinkriegen. Das zusammen. Lüftung haben wir jetzt noch und Heizung. Ist alles drin. Okay, na, dann laden wir jetzt schön auf. Genau. Da kannst du ja vielleicht nochmal was einfangen. Und ich bedanke mich, dass wir da waren. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein? Nee, du baust ja bestimmt nochmal irgendwas. Ich finde es schön, dass wir so cool miteinander sind. Wir waren früher immer cool, zwischendurch nicht. Aber jetzt finde ich es feierlich. Finde ich gut. Ich wollte gerade die Seitenscheibe rausreißen. Ja, ja. Ey, Alter, das sieht so hässlich aus, wenn er so hoch ist. Wirklich. Ja. Muss ich die Räder gleich verkaufen. Sebastian, Dankeschön. Christopher, gerne doch. Und wir sehen uns bestimmt das nächste Mal und dann gucken wir mal, was wir hier mit optisch hinkriegen. Bis dahin. Ja.